2,5 Monate lang hatte sich Nordkorea zurückgehalten, fast 10 Wochen lang keinen Raketentest durchgeführt. Jetzt ließ Machthaber Kim Jong-un wieder eine Interkontinentalrakete abfeuern. Und was für eine. Die staatlichen Medien feierten, jetzt seien die gesamten USA in der Reichweite nordkoreanischer Atomraketen. US-Präsident Donald Trump hielt sich aber in einer ersten Stellungnahme auffallend zurück. Eine Rakete wurde von Nordkorea abgefeuert. Ich sage nur so viel. Wir kümmern uns drum. Das US-Militär bestätigte, dass die Rakete so hoch geflogen sei wie keine zuvor. Die deutsche Regierung zeigt sich besorgt. Kanzlerin Merkel verurteilt Nordkoreas neueste Provokation, den Abschuss einer Rakete bis vor die Küste Japans, scharf. Es ist wichtiger denn je, gegen die Bedrohung der internationalen Sicherheit durch Pjöngjang zusammenzustehen. Tokio fordert eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Die Antwort Südkoreas fiel deutlich drastischer aus. Es wurden Raketen in Richtung Nordkorea abgefeuert, um dem Land klarzumachen, dass es jederzeit unter Beschuss genommen werden kann. Kim Jong-un spielt weiter bewusst mit dem Feuer. 15 Raketen und ein Atomwaffentest allein in diesem Jahr. Immer wieder droht er den USA. Washington setzte deshalb Nordkorea auf die Liste der Terrorstaaten und kündigte weitere Sanktionen an. Doch von all dem lässt sich der Diktator nicht abschrecken. Schon im nächsten Jahr, so die Befürchtung, könnte er über Atomraketen nicht nur verfügen, sondern sie auch einsetzen.